Mein Name ist Matthias Müller, ich bin Therapeut hier im Zentrum und ich möchte Ihnen heute was zur Ohrakupunktur erklären. Die Ohrakupunktur ist ein eigenes Mikrosystem für sich. Das heißt, das große Ganze spiegelt sich im Ohr wider. Wenn Sie hier hinten auf diese Karte gucken, sehen Sie das komplette Ohr. Gerade Patienten, die wir in der Schmerztherapie haben, gerade mit Lendenwirbelsäulenbeschwerden, da nutzen wir gerne das Ohr, weil sich die Störungen unmittelbar im Ohr darstellen. Oft in arteriellen Gefäßen, dass sich Gefäßdarstellungen in den Bereichen zeigen. Generell ist das ganze Ohr, wie schon gesagt, mit auch Organdurchzug. Wenn man hier unten anfängt, sieht man, dass hier sich das Auge darstellt, Mund, Zunge zu finden sind. Hier sind die ganzen knöchernen Bereiche zu sehen, sowohl auch muskuläre Bereiche. Hier drinnen spiegeln sich die Organe. Um das Ohr zu behandeln, nutzen wir mehrere Möglichkeiten. Eine davon ist eine Akupunktur, die 20 Minuten verbleibt. Gerne geben wir Patienten Ohrkörner mit nach Hause, weil sie da selber agieren können und die Regionen drücken können, um eine Schmerzlinderung zu erreichen. Und ich zeige es Ihnen gerne bei Marei heute mal. Hier sieht man an dieser Stelle ein kleines Gefäß, das ist die Lendenwirbelsäule, der Bereich. Und da markiere ich einfach sozusagen mit diesem Korn diese Stelle und drücke das kurz an und gebe den Patienten dann Hinweis, dass sie das selber dann aktivieren können, indem sie einen kurzen intensiven Impuls drauf geben. Und das war schon. Wenn jetzt mehrere Parameter zu sehen wären, dann würden wir überall noch welche setzen. Und jetzt ist es machbar, indem man sozusagen einen kurzen intensiven Impuls gibt. Das ist oft etwas schmerzhaft und das ist auch wahrzunehmen, ist in dem Moment aber ein sehr gutes Zeichen, weil das zeigt, dass der Punkt sehr aktiv ist. Das beruhigt sich nach einer Weile immer wieder, dass die Punkte dann tolerierbarer werden. Und ich würde jetzt meinen Patienten immer empfehlen, dreimal täglich da kurz drauf zu drücken oder wenn akute Beschwerden bestehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie möchten und uns weiter verfolgen wollen, gerne auf YouTube oder auf unserer Webseite tcm24.de. Danke.